Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Tom Thomas ruft Feuerwehrmann Sam. Hörst du mich, Sam? Ich höre dich sehr gut, Tom. Ich habe den Bus gefunden, Sam, oben auf dem Bergpass. Trevor scheint von der Straße abgekommen zu sein. Er hat sich sicher im Schlamm festgefahren. Danke, Tom. Wir sind auf dem Weg. Hoffentlich sind alle im Bus geblieben, Elvis. Da draußen kann man sich leicht verlaufen. Ja, ich würde in der Gegend nicht mal tagsüber rumlaufen und schon gar nicht abends. Oh, das klingt wie Toms Hubschrauber. Hier, ich bin hier unten. Hallo. Oh, er sieht nicht, dass ich hier feststecke. Norman, machst du dir einen Spaß? Geht's euch allen gut? Oh, Sam, ich war noch nie im Leben so erleichtert. Na schön, wir ziehen euch jetzt zurück auf die Straße. Wo ist Trevor? Der holt Hilfe, dieser mutige Mann. Er hat den Bus verlassen? Mal sehen, ob ich ihn erreiche. Kein Empfang, aber er muss ja irgendwo sein. Elvis, du befestigst das Abschleppseil, während ich Tom Bescheid gebe. Wird gemacht, Sam. Tom? Sam hier. Trevor Evans ist zu Fuß unterwegs und wir können ihn nur mit deiner Hilfe finden. Alles klar, Sam. Aber ich bräuchte hier oben jemanden, der mir hilft. Du kannst auf mich zählen, Tom. Okay, Sam. Wir sind soweit. Oh, endlich geht's nach Hause. Aber wir haben gar keinen Fahrer. Wer ist da? Ich habe einen Hund dabei, einen ganz großen. Ach, Tiger, was machst du denn im Dunkeln so weit weg von zu Hause? Da unten ist Trevor. Sieht aus, als würde er in einem Schlammloch feststecken. Dann werde ich dich jetzt mal mit der Rettungsschlaufe runterlassen, Sam. Gut, ich bin bereit, Tom. Ja, Tiger hat mir Gesellschaft geleistet. Gut. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Kein Problem, Trevor. Sam ist da! Schnell, Sam! Der Ball braucht Hilfe! Los, Penny, du fährst mit Venus vor. Und du führst uns hin, Mandy. Bestimmt, Mandy. Das haben wir gleich. Ist das auch wirklich kein riesiger Hai? Nein, das ist ein Wal. Und Wale sind ganz freundliche Lebewesen, Norman. Sam, wie sollen wir ihn denn bitte zurück ins Meer kriegen? Es sind noch Stunden bis zur Flut. Ist doch kinderleicht. Wir rollen ihn da rein. Er ist leider überhaupt nicht leicht. Und er könnte sich dabei verletzen. Er übersteht das. Nicht wahr, Sam? Mit etwas Glück wird das schon klappen. Denkst du? Wir brauchen jetzt Neptun, Penny. Ist gut, Sam. Hallo, Tom. Sehr gut. Jetzt tun Sie so, als würden Sie ein großes Feuer löschen. Ich meine, einen riesigen Brand.
Oh ja, etwa so? Hm, könnten Sie vielleicht etwas mehr Aktion hineinlegen? Geh aus, Feuer! Ich lösche dich! Grandios! Wie wäre eine Situation mit der Axt? Und wenn ich die Stange runterrutsche? Ja, ganz ausgezeichnet! Gute Idee! Du meiner Treu! Ruhig, du bist bald wieder da, wo du hingehörst. Es ist jetzt soweit, Mandy. Alles klar. Verstanden. Gut so. Die Halterung lösen. Auf Wiedersehen, kleiner Wal. Vielen Dank, Tom. Meinst du, es wird ihm gut gehen, Sam? Mhm. Ganz bestimmt. Jetzt, wo er wieder bei seiner Mutter ist. Das mit dem undichten Rohr ist schlimmer geworden. Und die Tür geht nicht auf. Dabei sollte Mike doch den Türgriff reparieren. Gwendolyn, bist du das? Hilfe! Hilf mir! Ich sitze hier mit Tiger im Keller fest und das Wasser steigt immer weiter. Oh, Tiger! Ich rufe wohl besser Feuerwehrmann Sam. Tiger sitzt in einem Keller voll Wasser fest und Mike sitzt mit ihm da drin? Holt mich hier schon raus, damit wir ihn befreien können. Aber die Tür scheint zu klemmen. Penny hat recht. Ich kann sie auch nicht öffnen. Soll ich vielleicht die Axt nehmen? Nein, nein, nein. Kümmert euch nicht um mich, sondern befreit erst mal Mike aus dem Keller. Der braucht eure Hilfe nötiger. Tja, wenn Sie es so wollen, Sir. Auf geht's. Los. Viel Glück. Hoffentlich ist Mike nichts passiert. Ich will doch heute Abend mit ihm singen. Keine Sorge, Elvis. Euer Duett wird bestimmt toll. Mir nach! Gut. Diese Tür ist es. Okay. Mike, tritt bitte etwas zurück. Ich werde jetzt die Tür aufbrechen und zwar mit meiner Axt hier. Alles klar, Sam. In den Eimer, Tiger. Da bleibst du trocken. Wir sollten das Wasser abstellen. Und schon mal die Wasserpumpe holen. Nein, immer eins nach dem anderen. Erst müssen wir sicherstellen, dass Mike da drin auch nichts passiert. Hey, Mike, bist du jetzt auch weit genug von der Tür weg? Ja, Sam. Nimm meinen Arm, Mike. Gut gemacht, Sam. Ja, Tiger ist in Sicherheit. Du bist sehr ruhig geblieben, Sam. Und du hast eins nach dem anderen getan. Ach, das hätte ich auch tun sollen. Dann wäre uns das erspart geblieben. Keine Sorge, das kriegen wir wieder hin. Trotzdem, vielen Dank, Feuerwehrmann Sam. Jetzt komm, Mike. Es wird langsam Zeit, dass wir unser Duett singen. Jetzt warte doch mal kurz, Elvis. Immer eins nach dem anderen, schon vergessen? Gut. Dann drehe ich den Hauptwasserhahn zu. Elvis und ich werden das Wasser aus dem Keller rauspumpen. Und ich werde mal die gute Mrs. Steele aus dem Schrank befreien. Und dann können wir uns nachher alle zu dem großen Duett von Elvis und Mike treffen. Hilfe! Hilfe! Ich hänge fest! Das kommt von den Klippen! Na los, Norman! Hilfe! Hilfe! Hier oben! Oh, das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid! Ich hänge fest! Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman! Moment mal! Was hast du da in deiner Hand?
Ich wollte Sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen. Das ist gut, aber im Moment können wir Sie hier besser gebrauchen. Würdest du Sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh, wird gemacht. Ein super Wurf, Mandy. Wow! Wow! Oh, du hopsendes Känguru, wo versteckt sich nur diese Leuchtrakete? Oh, das ist bei den Klippen. Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Oh, da hat jemand eine Notleuchtrakete gezündet. Komm! Tom hat eine Leuchtrakete gesichtet, Sam. Und zwar bei den Klippen. Ihr erwartet euch dort mit dem Hubschrauber. Und los geht's. Oh, gut, da kommt Tom mit dem Hubschrauber. Und da kommt ja auch Sam. Keine Sorge, Mandy, wir retten sie schon. Tom, lass die Rettungsschlaufe runter. Kein Problem, Sam. Rettungsschlaufe kommt sofort. Ist gut, Tom. Hoch damit. Schön langsam. Alles klar. Gemacht, Sam. Oh, gut, dass ihr die Leuchtrakete gefunden habt. Und gut, dass du sie nicht vorher gezündet hast, Mandy. Herzlichen Glückwunsch, Mandy. Du bist eine Heldin. Oh, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass wir die Leuchtrakete nicht abfeuern sollen. Wisst ihr, so eine Leuchtrakete ist kein Spielzeug. Lassen Sie mich durch. Geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hilfe, ja, ich hänge fest. Los, ziehen Sie. Ja, oh, nicht daran, Mister. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Oh, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag, mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat bohren und mein Bein ging zu Bruch. Was? Hauptfeuerwehrmann Steels Kopf steckt ebenfalls fest in demselben Gitter? Aber Sam und Penny sind immer noch weg. Ich bin als Einziger noch hier, aber ich kann doch nichts machen. Oder etwa doch? Jemand ist in Schwierigkeiten. Ich muss etwas unternehmen. Nina, 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 Nina. Da! Das ist Elvis! Quittlington? Du meiner Treu! Ich melde mich offiziell zum Dienst, jetzt und immer. Ach, du meine Güte. Kein Problem, ihr seid da sofort raus. Trevor, ich brauche die hydraulische Schere hinten beim Werkzeug von Venus. Oh ja, ich hole sie. Frauen und Kinder zuerst. Mein kleiner Bengelengel, du bist gerettet. Und jetzt müssen Sie mich von meiner Mom befreien. So ist es schöner.
Guter Mann. Das bleibt unser kleines Geheimnis, nicht wahr, Quiddlington? Was denn sonst, Hauptfeuerwehrmann Steve? Ausreichend Abstand halten, bitte. Seien Sie vorsichtig. Sam und Penny sind bereits unterwegs. Da kommen Sie schon. Das ist gut. Da sind Sam und Penny. Ja, sie sind da. Beeil dich, Sam. Ich danke euch vielmals, Sam und Penny. Ich ahnte nicht, dass ein Komposthaufen so gefährlich sein kann. Deshalb hatte ich Mike geraten, ihn umzugraben, damit er etwas abkühlt. Mike? Ja, stimmt schon. Mandy hat mich auch andauernd dran erinnert und ich tat nichts. Ich dachte, es besser zu wissen, wie so oft. Aber wie entzündet sich so ein Feuer von selbst? Der Kompost war sehr heiß. Und als Mike den Kürbis herauszog, ist ein Loch entstanden, wodurch Luft hinzukam und die Flammen auflodern ließ. So kam es zu dem Feuer. Ach, dumm war das von mir. Ich wollte, dass die Show ein Erfolg wird. Und nun habe ich alles ruiniert. Nein, das hast du gar nicht, Dad. Oh, ich danke dir. Die Blumen und das Gemüse sind doch noch unversehrt, oder etwa nicht? Oh ja, natürlich. Bis auf die Gewinnertomate. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns die Sachen jetzt an. Der Preis geht an die wunderbaren Küchenkräuter, gezogen von James und Sarah. Ja! Ich gratuliere. Und das ist noch nicht alles. Es gibt einen Extrapreis für die lustigste Einreichung. Ach ja, und den gewinnt der Tomatenstrauch mit den angeklebten Tomaten. Oh nein. Wer hat den gewonnen, na? Höchstwahrscheinlich Sie, Sir. Ich muss mich vielmals entschuldigen. Ich hatte da einen winzig kleinen Unfall. Wie bitte? Oh, Quiddlington. Hier, Norman, damit du nicht verhungerst. Ah, danke, Mom. Wir sind fast da, Penny. Das ist Sam. Oh. Er ist da. Hol ihn da raus, Sam. Oh, das kannst du doch. Selbstverständlich, Dillis. Na los, Penny. Du sicherst das Seil dort an diesem Pfosten und ich schaue nach unserem Norman. Hör zu, Norman. Ich werde mich in den Brunnen abseilen, um dich da rauszuholen. Ist gut, Sam. Ich hab es. Ganz vorsichtig, Sam. Oh, ist er nicht mutig? Ich habe alle Münzen verloren. Das ist halb so schlimm, Norman. Was hast du nur in dem Brunnen gesucht, Norman? Es tut mir leid, Mom. Es ist noch so furchtbar lange hin, bis ich Geburtstag habe. Na, und als ich hörte, dass der Brunnen voller Geld ist, wollte ich mir damit ein neues Skateboard kaufen. Oh, du bist ein sehr ungeduldiger Junge, Norman Price. Ich weiß. Entschuldige. Das musst du verstehen. Ich mochte mein Skateboard ebenso gern. Deshalb habe ich hier etwas für dich. Danke, Mr. Evans! Nur wenn du das einhältst, keine Brunnenexkursionen und kein Skateboardfahren im Laden deiner Mutter. Nie wieder. Versprochen. Nun kommen Sie schon. Was war es, das Sie sich gewünscht haben, Trevor? Ich wünschte, Sie würden andere Sandwiches zum Picknick machen. Ich mag keine Krabbenpaste. Oh. Du schaffst das, Elvis. Keine Angst.
Schau ich da runter, wird mir ganz kunterbunter. Hat ja einen Helm fest auf, fall ich auch auf. Ah! Klasse, Elvis! Und jetzt muss sich nur noch einer von uns abseilen. Der Hund? Von da oben abseilen? Da lachen ja wohl die Hühner. Nicht Schnuffi, Süße. Ich? Wie abseilen? Es ist doch geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer. Vorsicht da unten! Ja. Langsam, das tut weh! Langsam! Charlie, wie gut, dass du da bist. Ich dachte schon, ich würde nie wieder einen Fuß an Land setzen. Oh, Achtung, wir stoßen gleich zusammen. Oh nein, das Ruder ist kaputt. Ich kann nicht steuern. Das Steuerrad funktioniert nicht. Was ist denn mit dem Ersatzruder? Oh nein, das liegt noch drüben an Land. Jetzt treiben beide Boote aufs Meer. Oh, was sollen wir denn nun tun? Oh. Da gibt es wohl nur eine Lösung. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Zwei Boote in Seenot? Gleich noch eins? Verflixter Funkenflug. Norman, Dillis und Charlie treiben draußen in der Bucht. Halt! Und Hauptfeuerwehrmann Steel sitzt auf dem Dach der Flats fest. Oh je, er hat sicher versucht, seinen Drachen steigen zu lassen. Penny und ich nehmen Venus und lassen Neptun zu Wasser. Elvis, du fährst mit Jupiter zu den Flats. Alles klar, Sam. Sehe sie! Los geht's! Hallo! Oh, endlich! Da sind Penny und Sam! Ich übernehme das kleine Segelboot. Und ich übernehme Charlies Boot. Norman, wirf mir euer Tau rüber. Ich binde es an Charlies Boot. Mach ich, Sam. Und ich schleppe euch zusammen mit Neptun hier weg. Wir sind in ein paar Minuten wieder an Land. Oh, ich kann es nicht erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Beeilung, Leute! Auf dem Grillplatz ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hoffe, ihr habt bei der Besprechung heute Morgen gut aufgepasst. Ja, Elvis. Sieht aus, als würdest du schneller als erwartet an die Würstchen kommen. Na, hoffentlich sind noch welche übrig. Ach, da sind ja Sam und die anderen. Welch ein Glück. Ich denke, dafür brauchen wir beide Schläuche, Penny. Wird gemacht, Sam. Alles klar, Elvis. Wassermarsch. Sam! Da drunter! Da steht eine von diesen Gasflaschen. Die könnte jeden Moment explodieren. Vollkommen richtig, Elvis. Sorg dafür, dass alle auf Abstand bleiben. Und ich bringe den Brand hier unter Kontrolle. Das ist sicher das Beste, Sam. Bitte geht alle weiter zurück. Penny, du musst auf die Gasflasche halten und sie weiter abkühlen. Ich werde das restliche Feuer löschen. Schon klar, Sam. Bin dabei. So, Feuer gelöscht. Darf ich nachsehen, ob von den Riesengarnelen und den Würstchen noch was übrig ist, Feuerwehrmann Sam? Tut mir leid, Norman. Es kann ziemlich lange dauern, bis sich eine Gasflasche abkühlt. Und so lange ist es zu gefährlich, sich ihr zu nähern. Oh, dann werde ich die restlichen Würstchen mit nach Hause nehmen müssen. Und ich meine Riesengarnelen ebenso.
Aber ich bin so hungrig. Ich habe nicht einen Bissen abbekommen, weder von den Garnelen noch den Würstchen. Ich denke, ihr solltet von den Bäumen mehr Abstand halten beim Grillen und vielleicht ein bisschen weniger Grillkohle. Ach, du hast völlig recht, Sam. Ach, das war aber auch meine Schuld, Trevor. Ich habe zu sehr angegeben. Und jetzt hat keiner was von den Würstchen. Oder meinen Riesengarnelen. Nicht so voreilig. Dieses Ölfass bringt mich auf eine Idee. Na bitte, jetzt klappt es ja doch noch. Perfekt für Trevors Würstchen und Toms Riesengarnelen. Ihr werdet diesmal allerdings zusammen grillen. Schon verstanden. Danke, Feuerwehrmann Sam. Ich muss ja ganz offen sagen, diese Würstchen riechen zum Reinbeißen. Genau wie deine Riesengarnelen. Ich finde, wir sind beide die größten Grillmeister von Ponty Pendy. Ha, gut gesagt, Kumpel. Oh, sind die Würstchen jetzt endlich fertig? Ein Feuer in den Ponty Pendy Bergen? Oh nein! Beeilung, Leute! Jeder nimmt seine Ausrüstung! Schnell! Feuer in den Ponty Pendy Bergen, Sam! Verständigt sofort, Tom! Hallo, Tom! Wir sind gleich da! Ein Feueralarm in den Ponty Pendy Bergen! Ein Feueralarm? Ja, ist klar! Ich schau mich um! Man sieht nirgendwo Rauch. Wo haben Sie dieses Feuer denn gesehen? Da! Da vorne war es! Rote Flammen, die über die Wipfel in den Himmel schlugen! Oh! Oh! Oh nein! Mom, das ist der Sonnenuntergang. Norman Price, hättest du deiner Mutter nicht so viele Schauermärchen erzählt, wäre das alles nie passiert. Unter diesen Voraussetzungen können wir ebenso gut nach Hause fahren. Jetzt gleich! Entschuldige, Trevor. Entschuldige, Mom. Ich verspreche auch, keine Geschichten mehr zu erzählen. Tja, dann rufe ich nochmal die Feuerwehr an und melde den falschen Alarm. Was? Ein falscher Alarm? Entwarnung, Männer und Frau. Falscher Alarm. Es gibt keinen Brand. Ich wiederhole, Entwarnung. Nur ein falscher Alarm, Elvis. Dann wieder zurück. Da ist das Feuer. Ich rufe Sam an. Das muss er wissen. Hallo? Hey, Sam. Ich habe das Feuer entdeckt. Ihr müsst schnell herkommen. Wir sind gleich da. Sag Hauptfeuerwehrmann Steel, was los ist. Trevor, es brennt wirklich, da vorne am Waldrand. Ruf Feuerwehrmann Sam zurück, schnell! Norman Price, ich hatte dir vorhin verboten, weiter solche Schauermärchen zu erzählen. Nein, aber das ist kein Märchen, es brennt wirklich. Oh nein, die erste Grundregel, niemals das Lagerfeuer unbeaufsichtigt lassen. Tom, Thomas an Sam, ich bin jetzt gestartet, wo seid ihr? Wir fahren gerade vor, Tom. Ein Glück, der Wald brennt noch nicht. Penny, Elvis, die Schläuche, schnell! Verflixter Funkenflug, die Schläuche sind zu kurz, Tom. Wir müssen die Flammen mit unseren Feuerpanschen ersticken. Nicht nötig, Sam. Der Wassertank ist aufgefüllt. Ich helfe euch aus der Luft. Das ging ja gerade noch mal gut. Ich finde diese wabbeligen Schaufeln toll. Tja, und zuletzt noch an den beiden schrägen Linien falten und dann die beiden Flügelspitzen aufstellen. Das ist doch kinderleicht. Superpilot Norman Price ist mit seinen Maschinen bereit zum Abflug. Schnippi, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnippi, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke, vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na, was versteckt dich denn heute in meine Küche, Norman Price, hä? Gar nichts.
Naja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig Cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los, ja, hoppidi, hoppidi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich muss, ja, ich mach auch. Schnippti, schnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Top, viel Top, I love you. Schnippti, schnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Wie kommst du mit deinen Papierflugzeugen voran? Überhaupt nicht. Niemand sonst in Pontypandy interessiert sich für Papierflieger. Hä? Hm? Was war denn das? Oh, ich bring gleich durch. Oh, das Telefon. Notruf. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuer! Feuer! Feuer in der Küche der Feuerwache? Feueralarm! Es geht um Sekunden! Sam! Sam! In der Küche ist Feuer ausgebrochen! Feuer in der Küche der Feuerwache? Ich verstehe. Komm mit, Elvis! Ich komm ja schon! Stell sofort das Gas ab! Der Gashahn ist zu! Gut gemacht, Elvis! Elvis Crittenden, hast du geschlafen? Neben jedem Notausgang steht ein Feuerlöscher! Nein, Sir. Ich war so in Panik. Ja, und mein Eintopf? Du hast schon öfter Sachen anbrennen lassen, aber so sehr noch nie. Feuerwehrleute sollten Feuer löschen, Crittenden, und nicht Feuer legen. Ganz besonders nicht am Feuerschutztag. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Da ist etwas, das uns einen Hinweis geben könnte. Aha, ein Papierflugzeug. Vielleicht verrät uns das, wer der Übeltäter ist. Natürlich, das ist Briefpapier. Da steht ja ein Name. Lieber Hauptfeuerwehrmann Steel. Hauptfeuerwehrmann Steel, Sie waren das. Ich war das nicht. Oh. Wow. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypandy jemals zuvor hatte. Aber Mom, haben wir nicht noch einen Riesenweihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom, ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreissupermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Price! Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam. Penny! Bin schon unterwegs, Sir. Elvis. Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stell zuerst den Strom ab da drüben. Wird gemacht, Sam. Ganz nass.
Ich ziehe nur meinen feuchten Pullover aus und dann hole ich ein Handtuch, um mich trocken zu reiben. Da kann er trocknen. Keine Sorge, Lämpchen, gleich ist hier wieder warm. Ich habe den Brenner gereinigt, jetzt funktioniert er wieder. Aber denk dran, ihn in Zukunft öfter mal kontrollieren zu lassen. Bist du sicher, dass er wieder heil ist, Mike? Ich finde nämlich, es riecht hier irgendwie leicht verbrannt. Oh ja, du hast recht, Gwendolyn. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Es ist alles gut. Keine Panik. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben? Wie soll ich denn da ruhig bleiben? Es brennt! Versuch's mal mit Meditieren, Mike. Sing einfach. Ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich bleibe Singen ruhig. Könnt ihr später noch. Jetzt erst mal raus hier. Wir müssen sofort Feuerwehrmann Sam rufen. Er joggt schon den ganzen Tag, Sam. Ich hab's auch gesehen. Oh, also, Joggen sieht anders aus. Elvis. Armer Kerl, er ist völlig erschöpft. Er hat euch reingelegt. Den ganzen Tag joggen von wegen. Ein Brand im Kabeljau-Café. Du bist ein Kindskopf, Krüttling. Jetzt aber schnell! Schreit doch ein Baby, oder? Wo wollt ihr denn hin? Wir retten das Baby! Seit wann gibt es denn hier ein Baby? Das ist kein Baby, das ist Wollys Lämpchen. Es sollte nur ein Scherz sein. Und jetzt brennt es. Tut mir so leid. Schon gut, Sarah. Wir übernehmen das jetzt. Penny, du holst die Atemgeräte. Elvis, Schläuche vorbereiten. Und jetzt retten wir das Baby. Ja, Onkel Sam, mein kleines Lämmchen. Oh, Krankenschwester müsste man sein. Dann wäre ich jetzt auch weggefahren zu so einem Kursus und müsste hier nicht ewig bügeln. Ja, Doktor, ganz richtig. Dieses Hemd hat einen schlimmen Fall von Knopferitis. Und nur mit einer sehr kniffligen Operation können... Schwester Flatt, Notaufnahme. Helen? Deine Stimme klingt so komisch. Ist Mike da? Ja, ich bin's. Oh, Mike, komm schnell her. Norman hat die Waschmaschine zerstört. Halb so wild, Dillis. Ich bin unterwegs. Ha, schön, wenn die Arbeit ruft. Elvis, was tust du? Den neuen Wischmopp austesten natürlich. Und damit du es weißt, Penny, ich werde nur noch vorwärts gehen, damit es keine Unfälle mehr gibt. Ja, nur wird's dann nicht blitzeblank. Warum ist Aufwischen nur so kompliziert? Da muss ich erst einen neuen Antriebsriemen bestellen, Dillis. Du hast sie total überladen. Aber nein, das war Norman. Darum bitte ich ihn auch nie im Haushalt zu helfen. Klar, bis dann, Dillis. Hallo. Tag, Mike. Norman? Oh, was denn nun? Ich hab doch die Wäsche gemacht. Nein, du hast die Maschine kaputt gemacht. Oh. Und jetzt wirst du Mike ganz freundlich fragen, ob wir unsere schmutzigen Sachen bei ihm waschen dürfen. Aber... Ich, aber... Viel Spaß, Norman.
Ich werde mal sehen, ob James und Sarah skaten wollen. Weißt du, Norman, Hausarbeit kann ich auch nicht gut leiden. Doch wenn man einen Job macht, sollte man ihn richtig machen. Feueralarm bei den Flats! Elvis, komm! Oh, nö! Warum kommen die Notrufe immer in den ungünstigsten Momenten? Feueralarm bei den Flats! Penny, ihr solltet auch Venus mitnehmen! Lieber weg von dem Haus, Mike. Wir übernehmen das. Elvis, zieh den Stecker da. Immer zuerst den Strom ausschalten. Klar, Sam. Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy! Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie. Los geht's. Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Oh, lauf, Sarah! Nein. Oh nein, mein Werkzeug. Mein kostbares Werkzeug. Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein, die Feuerwerksparty. Hoppla, schon wieder. Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Cridlington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman. Da kommen sie. Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Mom! Oh,
die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flotz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Da sind sie ja schon. Also, ist noch jemand im Haus drin? Nein, niemand mehr. Gut. Penny, wir brauchen die Atemgeräte. Ist gut, Sam. Dreh doch bitte die Sicherung raus, Penny. Sind rausgedreht, Sam. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. 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 Oh nein. Oh, Mom. 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 Nein. Blöder Kleber. Mom. Ja! Oh, wo kommt das denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Ein Feuer über Dillis Supermarkt. Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Mir wohl noch mal helfen. Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Oh. Tut mir leid, Dillis, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell. Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Vielen Dank für die Einladung, Trevor. Das war eine reizende Idee, ein Essen bei Kerzenschein. Huch. Entschuldigung. Oh! Oh, Achtung, Dillis! Oh! Feuer! Keine Panik, Ruhe bewahren. Wir müssen das Café alle sofort verlassen. Kommt, Kinder. Feuer im Kabeljau-Café, meiner toll! Feuer im Kabeljau-Café, Beeilung! Diesmal ist es kein falscher Alarm, Sam. Charlie hat selbst angerufen. Was ist denn da wohl los? Gut, dass Sam da ist. Penny und Elvis, ihr nehmt die Schläuche. Ich werde prüfen, ob noch jemand im Café ist. Ist gut, Sam.
meine Mom ist doch da drin. Deine Mom ist da drüben, Norman. Norman? Oh, Mom. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Oh, Norman. Dann bin ich dir also doch nicht ganz egal. Aber natürlich nicht. Du bist doch meine Mom. Da! Da ist einer! Ha! Ich habe ihn zuerst gesehen. Das ist kein Wanderfalke, sondern eine Möwe. Ich weiß, wie eine Möwe aussieht. Und das war ein Wanderfalke. Lass mich auch mal. Jetzt bin ich mit dem Fernglas dran, Sarah. Nein, bist du nicht. Ach, von hier aus wird das nichts. Wir müssen noch höher hinauf. Aber der Wanderfalke eben flog ins Tal runter. Genau wie Tom es gesagt hat. Zum letzten Mal, das war eine Möwe, Norman. Und jetzt zurück in den Bus mit euch. Ach, wieso glaubt Trevor nur immer, dass er es am besten weiß? Schrecklich heiß hier drin. Wieso dürfen wir denn nicht die Fenster aufmachen? Weil die Klimaanlage nicht funktioniert, wenn die Fenster geöffnet sind. Die Klimaanlage funktioniert doch sowieso nicht, Mr. Evans. Und ob die funktioniert, Norman? Und wieso steht dann der Zeiger der Temperaturanzeige auf Rot? Seht nur, Rauch! Oh, oh, oh nein! Alles aussteigen, sofort! Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Yeah. Oh, da brennt ein Bus. Oh, nein! Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt! Komm, Elvis. Anschnallen? Da kommt Sam! Schnell. Beeilt euch, mein schöner Bus! Es geht los, Mandy. An welchen Stellen habt ihr denn bisher noch nicht gesucht? Nur auf der Feuerwache. Aber dort würde Norman sich doch nicht verstecken. Dann schauen wir dort mal lieber nach. Wow. Festhalten! Magst du auch nichts? Das klingt nach Toms Hubschrauber. Na, was da wohl wieder passiert sein mag. Irgendwo muss es brennen. Ich kann den Qualm riechen. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg! Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus.
Was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist ja alles gut. Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Wir müssen hier weg. Mom sagt doch immer, wenn wir uns verlaufen haben, sollen wir bleiben, wo wir sind, damit sie uns dann finden kann. Aber doch nicht, wenn ein Feuer ausbricht. Komm mit, da lang. Wo stecken die nur? Sie sollten längst wieder hier sein. Da! Da ist ein Feuer im Wald. Oh. Oh, wir rufen Feuerwehrmann Sam. Ein Waldbrand ist ausgebrochen und Sarah und James werden vermisst. Meiner toll. Ein Blitz hat den Wald in Brand gesetzt und Sarah und James werden vermisst. Wir sollten Schnuffi mitnehmen. Er kann uns bei der Suche helfen. Der Hund ist zu ängstlich. Der hat sich sicher verkrochen. Aber wir brauchen ihn. Ich gehe noch mal hoch. Bis gleich. Tom ist auch schon verständigt. Er kann vom Hubschrauber aus beim Löschen helfen. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder, James. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Da sind sie ja. Endlich. Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre zwei Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi, riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Hubschrauber angeflogen. Tom! Er löscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Hier sind wir richtig. Und ich kann Hundegebell hören. Oh, Sam! Sam!